So, Leute, willkommen zurück. Moment, kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe eine Menge gegraben, wie ein Bekloppter, aber auch wirklich bloß in dieser Gegend, so wie ihr das jetzt hier seht von mir. Ich wollte das bloß nicht alles aufnehmen und habe eine Menge Rubine bekommen, 537 insgesamt schon. Weil hier, je mehr ihr grabt, desto immer die 5er und die grünen Einer hier raus, wie ihr gerade seht, schön. Manchmal auch ein paar Gegner, die man aber ganz leicht töten kann und eine Menge Herzen und ja, auch mal eine Fee. Und manchmal, wenn man ganz viel Glück hat, also eine Menge umgegraben hat, kommen sogar blaue Rubine, die glaube ich 100 Rubine geben. Das ist richtig geil. Also die haben mir richtig Zeit gespart. Ich hoffe, dass gleich nochmal einer kommt. Ich werde das nur einmal nochmal hier umgraben und dann werde ich mir auch dieses schöne Herzteil noch holen. So, aber weil es mir gerade so viel Spaß macht, umzugraben. Aber ehrlich gesagt, ich habe Gartenarbeit gehasst. Meine Eltern hatten früher einen Garten und ich habe Gartenarbeit. Hier waren ja auch Gegner drin, aber naja, so schwer ist er nicht zu besiegen. Manchmal kommen auch Schlangen hinaus. Aber naja, so. Ein blauer scheint jetzt natürlich nicht mehr zu kommen. Die sind auch sehr äußerst selten gewesen. So, mal umgraben hier. Nö, kommt nicht mehr. Alles nur gut. Aber 564 ist schon mal wahnsinnig gut. Eine Fee haben wir auch wieder. So. Hier noch ein blauer. Hier noch ein blauer. Hier noch ein blauer. Hier. Nee. Und zwar können wir ja jetzt hier wieder zurückreisen. Und dann gehen wir wieder hier hin und reisen wieder in die Zukunft. Und dann gehen wir nochmal... Na, hört auf hier. Gehen wir nochmal und holen uns das Herz. So, ich habe mal einen Schluck Kaffee genommen. Und ich will jetzt unbedingt nochmal in der Gegenwart die Hexe treffen. Oder beziehungsweise die Hexengehilfin. So, einen Gasha-Kern brauche ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt kaufen will. Herzteil, nur 500 Rubine. Okay. Zweites Herzteil. Ja, wunderbar. Ja, natürlich die ganze Kohle wieder weg hier. Schade. Ah, egal. Das war's wert. Ein Herzteil kaufe ich mir immer gern. Deswegen wollte ich es auch jetzt haben. Warum? Weil ich einfach auch ein vergesslicher Sack bin. Denn ich werde es bestimmt irgendwann wieder vergessen, das zu holen. Nein, was mache ich denn? Ah, jetzt komme ich auf den Zaun und komme sowieso wieder zurück. Ich wollte das noch gar nicht drücken. Ja, jetzt werde ich sowieso gleich wieder zurückgebeamt. So. So, jetzt aber nochmal gedrückt. Und jetzt will ich nochmal die... Hoffe ich... Entschuldigung. Ein kleiner Rülpser. Ich gehe jetzt aber trotzdem schon weiter und wenn mir die Hexe unterwegs, bevor ich wirklich weiterkomme, begegnet, dann werde ich ihr diesen Schundroman geben und dann kann ich auch schon weiter tauschen und die ganze Tauschsequenz schon beenden und am Ende dieser Tauschsequenzen steht eine echt tolle Sache. Deswegen versuche ich das so schnell wie möglich zu beenden, um es auch alles gleich zu haben. Aber mal gucken, wann uns die Hexe überhaupt mal wieder über den Weg läuft. Das kann man ja... Es gibt sogar ein... Ich weiß nicht, ob das war bei Seasons so. Dass man... Was wollte ich gerade sagen? Ich bin so vergesslich. Dass man einen Ring tragen konnte, der die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass man auf die Hexe trifft. So. Ja. Na, hier kommen wir jetzt mal nicht weiter, aber vielleicht in der Vergangenheit. Dann fahren wir mal jetzt hier in die Vergangenheit. Fahren wir jetzt mal in die Vergangenheit. So. So, jetzt sind wir hier oben. Hilft uns das was? Wir springen mal rüber. Was steht denn jetzt hier?
Fuß des Kugelkamms. Gibt's hier was Schönes? Hier könnte ich mich rüber beamen. Mache ich das einfach mal. Einfach mal aus Interesse. Ich glaube, ich muss hier noch gar nicht lang. Vielleicht gibt's ja da was Schönes. Na. Ich will zum Beispiel Herzteile haben. Was ist das denn, Opa, hier? Wie ich doch den Geruch und den Klang der See vermisse. Vor langer Zeit war ich der beste Musiker, der Zora. Mit einem Instrument könnte ich Erinnerungen meiner Jugend schwelgen. Ah, ich glaube, ich muss auch noch mal hin, wenn ich am Ende irgendwann noch mal einen Tausch oder so. Ja, werdet ihr sehen. Jetzt gehen wir erstmal nach Norden. La 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 la. Und dann kommen wir nämlich hier rüber. Zack. Und ein Feld für einen Gacha-Kern. Aber den werde ich nicht benutzen, weil ich sonst wieder vergesse, dass er hier ist. Und wir sind bei den Goronen angekommen. Die Goronen arbeiten hier wie die Bekloppten, um diesen Felsen zu zerstören. Der Älteste ist verschüttet, doch wir Goronen allein können ihn nicht bergen. Wenn wir die legendäre Donnerblume hier hätten, könnten wir das Geröll wegsprengen. Ja, hast du doch mal gerade gesagt. Sagst du mir, wie furchtbar, der Älteste, was sollen wir denn tun? Er wurde verschüttet. Er pennt hier erstmal. Hier sind wir die Goronen zu Hause, okay. So. Tja, dann werden wir mal jetzt in die Gegenwart reisen und gucken, ob sich da schon was getan hat, weil mehr können wir erstmal nicht tun. Zeit haben wir noch ein bisschen. Okay, wir müssen weiter rechts dann. So, Gegenwart. So, hinein. Was ist denn hier los? Hier ist eine Kiste, die wir haben. Das ist eigentlich eine coole Musik hier bei den Goronen. Treppen, Treppen, Treppen. Welche nehme ich denn jetzt hier? Gehen wir mal die hier. Was sagst du mir? Hi. Auf einmal stand dieses seltsame Gebäude hier auf dem Kugelkern. Ein Kerl, der sich der große Moblin nennt, hat es erbaut. Er blockiert unseren Weg. Einst brachte ein Knirps Donnerblumen zum Kugelkern. Dank ihm ist der Kugelkern nun für seine Donnerblumen berühmt. Ja, welcher Knirps wird das wohl sein? Muhahaha. Was ist das hier? 50 Rubine, moin! So, dann nehmen wir mal die andere hier oben. Na, gehst du hoch? So, können wir hier irgendwas machen? Ganz Kugel kam es in Aufregung wegen des großen Moblins. Oh, hier ist eine undichte Stelle. Vielleicht gibt es hier was Schönes. Nein, das würde ich eigentlich gar nicht haben, Leute. Gehen wir mal hier rein. Yeah! Ein Herzteil! Wuhu! Geil, freue ich mich. So, noch ein und wir haben ein Herzteil mehr. Geil. So, dann gehen wir mal hier raus. Hier mehr können wir nicht machen. La 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 la. So, was ist hier? Moblins oder Goron? Dim dim dim. Stopp. Ich will diesen großen Moblin loswerden, aber ich kann nicht schnell genug rollen, um dort drüber zu gelangen. Vor langer Zeit stand hier oben auf dem Kamm ein Baum mit Kernen.
die einen ganz schön auf Treib gehalten haben. Selbst ein Krone konnte mit einem irren Tempo losrollen. Ja, das sind diese genannten Pegasus-Kerne. So, wir kommen hier rüber. Zu dieser Kiste. 30 Rubine, wunderbar. Wir kriegen wieder ein bisschen mehr Ruf hier. Ich mag die Musik. Die sowieso. Das heißt, hier müsste doch ein Baum gestanden haben, oder? Wir brauchen ein Portal. So, ich mache jetzt mal fertig. Bam, bam. Und der böse Moblin. Das sind ja gar keine Moblins. Die Moblins sind diese. Was für das für Viecher waren jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Na, einen Schluck trinken. So, wir gehen jetzt mal. Was ist hier oben? Palast des großen Moblins. Hier ist der Palast des großen Moblins. Problem hier. Ja, genau das ist das Problem. Das ist das Problem der ganzen Sache. Das ist einfach Einsturz und ich bin wieder fast tot, ey. Alter Schwede. Ja, werden wir es gleich mal aufladen. Aber ihr solltet das erstmal sehen. Wir gehen hier erst wieder hin, wenn wir schnell laufen können. Und das können wir mit Pegasus. Pegasus, das Pferd. So, schnell mal nach oben hier. Und jetzt graben wir uns mal ein bisschen. Ein Ring, cool. Haben wir hier noch ein paar Sachen drin? Ja, sehr gut. So. Nehmen wir mal nach unten hier. Hier können wir nämlich weiter. Nein! Ah. Unten noch irgendwas? Nein. Ah, was mach ich denn? So. So, hier brauche ich Bomben. Aber erstmal gehe ich hier oben rauf. So, jetzt haben wir genug Zeit verschwendet hier. Nix drin hier. So, wir springen hier raus und sind hier oben rausgekommen. Gut. Hier müssen wir aber noch gar nicht rein. Ich wollte bloß zeigen, dass man nicht zum großen Moblin kommen kann. Sondern erstmal was anderes machen muss. Was haben wir hier? Oh. Boah, das war ja mies. Ein hinterhältiger Angriff. Nee, mit denen kann man nichts machen. Hier kann man was machen. Eine Beam-Plattform, die werden wir auch bald benutzen. Lass mich deine Beschwerden nennen, dann schließe die Augen. Cool, eine Fee. Jawohl. Das freut mich gerade. Coole Sache. Danke, Fee. So, speichern und dann soll ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Zelda Oracle of Ages. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.